Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Damals, vor 1400 Jahren, bei den Arabern in der Wüste, da gab es nicht die heutigen Formen von Entertainment, wie wir sie genießen. CGI, Netflix, Kino. Aber sie haben sich auch Formen der Unterhaltung gesucht. Die hatten auch ihr eigenes Hollywood. Allerdings nicht mit Filmkameras. Die waren damals in der Lage, das Ganze mit Worten zu machen. Das, was wir erleben, wenn wir ins Kino gehen und wir sehen einen bombastischen Film da auf der Leinwand, dasselbe oder dieselben Bilder konnten damals die Araber in den Köpfen ihrer Zuhörer lebendig werden lassen. Das war einfach ein Teil der arabischen Sprache, ein Feature sozusagen, ein Teil der arabischen Poesie. Und diese Sprache oder dieses Stilmittel, würde ich mal sagen, bedient sich auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Es ist nicht nur ein Buch, was dich über etwas informiert, sondern es versucht auch oder es sorgt dafür, dass Bilder in den Köpfen der Zuhörer lebendig werden. Ganz deutlich wird das zu Beginn von einigen Suren, die manchmal auf eine deutschen recht ungewöhnliche Art und Weise beginnen, nämlich mit einem Schwur. Aber nicht einfach mit einem Schwur, wie wir es kennen, ich schwöre bei Gott, sondern mit Schwüren bei Phänomenen hier aus dem Universum. Manchmal werden ganze Szenen damit kreiert. Das war damals eine Möglichkeit, quasi das, was wir im Kino erleben, den Zuschauer live miterleben zu lassen. Es hat auch dafür gesorgt, dass man die Aufmerksamkeit hat. Wenn eine Sure damit beginnt, die Leute haben zugehört. Man wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Aber es steckt noch mehr in einem solchen Schwur. Ein Schwur ist auch nicht einfach nur, ich sag mal, er dient sowieso nicht nur dem Entertainment. Aber er hat eine enge Beziehung mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich sagen will. Was er am Ende schwört. Diese Kombination, diese Verbindung zwischen der Szene, die aufgebaut wird, und dem Punkt, den Allah macht, den versuchen wir einmal an einem Beispiel uns anzuschauen. Und das sieht man sehr schön in der 100. Sure. Das ist Suratul Adiyat. Sie beginnt mit einigen Schwüren und wir schauen uns an, was die Verbindung ist zwischen dem Schwur und der Aussage. Zwischen dem, was Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Die Sure beginnt mit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Bei den schnaubenden Rennern. So wird es übersetzt. Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Aber wir schauen uns mal an, was das eigentlich bedeutet. Wal 'adiyat, al-'adiyat sind, Adiyat kommt von Adu. Adu ist ein Feind. Und Adiyat, das ist eine Gruppe, die gegen einen Feind stürmt, ohne nach links und rechts zu schauen. Sie haben ihren Gegner im Fokus und stürmen drauf los. Aber nicht irgendjemand, nicht eine Gruppe von irgendetwas, sondern es sind Kriegspferde. Al-Adiyat, das sind Kriegspferde. Genauer gesagt sind die Stuten. Die waren bei den Arabern auch beliebter, weil sie agiler sind als die Hengste. Das sind Al-Adiyat. Und Al-Adiyat ist rein sprachlich eine kleine Gruppe. Es sind weniger als 10. Dann verwendet man diesen Ausdruck Al-Adiyat. Wal-Adiyati Dabaha. Dabaha ist, es ist schnaubend, es ist aggressiv. Das Pferd stürmt nach vorne, es schnaubt dabei, es schaut nicht in eine andere Richtung. Es ist quasi gerade im Einsatz. Es geht nicht um Kriegspferde, die man gezüchtet hat und die jetzt irgendwo im Stall stehen, sondern sie sind gerade aktiv. Wenn man sich das mal so in der heutigen Zeit vorstellen will, ist es wie ein Lamborghini auf der Autobahn, wo jetzt gerade der Motor aufheult. Das ist so das Bild. Das ist bisher die Szene. Eine kleine Gruppe von Kriegspferden, schnaubend, gerade im Einsatz, stürmt auf den Feind hinzu. Dabahan ganz nebenbei ist ein Ausdruck, den man eigentlich nur für Wölfe verwendet im Arabischen. Wölfe jagen in einem Rudel und sie jagen nur eine Beute, von der sie wissen, dass sie sie auch sicher erlegen können. Und wenn man es hier für die Pferde verwendet, dann bedeutet es quasi, diese Pferde sind sich sicher, dass sie ihren Gegner besiegen werden. Wal-Adiyati Dabaha. So stürmen sie auf ihn ein. Falmuriyati Qadaha. Das ist der zweite Vers. Und die dann Funken schlagen, Feuerfunken. Ira ist, wenn man Funken erzeugt, indem zwei Materialien aufeinander schlagen. Man kennt es vielleicht hier noch, wie man früher Feuer gemacht hat, so diese Feuersteine, die man aufeinander geschlagen hat und dann kommt ein Funke. Das ist Ira. Falmuriyati, diese Pferde quasi, sie erzeugen Funken, wenn sie mit ihren Hufen auf den Boden aufschlagen.
kannst du das jetzt so richtig vorstellen, in der Wüste, wie sie durch die Wüste fegen und wie eine Feuerspur hinter ihnen. Falmuriati Qadaha. Qadaha ist etwas, was heftig aufeinander schlägt. Dann benutzt man Qadaha. Ihre Hufe schlagen so heftig auf den Boden, dass es wie eine Feuerspur sich hinter ihnen durch die Wüste zieht. Falmurirati Subaha. Und die dann frühmorgens anstürmen. Falmurirati Subaha. Frühmorgens greifen sie an. Murirat ist, wenn du jemanden angreifst und du überwältigst ihn quasi von oben. Das kann man sich so vorstellen, oben auf dem Pferd, wenn die Pferde anstürmen. Und wenn das frühmorgens auch noch ist, das war sowieso die beste Zeit für einen Angriff, weil die Leute noch schlafen, in ihren Zelten liegen oder in einem Lager. Und dann kommen die Pferde an und man kommt so von oben. Also das ist dieses Bild. Falmurirati Subaha. Sie überraschen ihre quasi die Leute, die angegriffen werden, von oben. Falmurirati Subaha. Fa'atharna bihi naqa. Und die damit Staub aufwirbeln. Naqa ist, wenn sich etwas so schnell bewegt, dass es eine Staubwolke hinter sich herzieht. Wie auch so, wenn sie so schnell durch die Wüste reiten oder auch wenn sie in dem Lager angekommen sind, was sie gerade überfallen, dann dringen sie quasi ein und stürmen drauf los und die Feuerspur war hinter ihnen und es wird Staub aufgewirbelt und man kann kaum noch etwas erkennen. Das ist fa'atharna bihi naqa. Fa'wasatana bihi jama'a. Und so in die Mitte eindringen oder vordringen, in die Mitte des Feindes in diesem Fall. Fa'wasatana ist in die Mitte, ins Zentrum vordringen, das ist quasi der Ort, wo es am gefährlichsten ist. Das ist da findet quasi die Action statt. Fa'wasatana bihi jama'a. Aber sie zögern keine Sekunde. Diese Pferde, sie zögern keine Sekunde, sie stürmen einfach drauf los. Was hatten wir bisher? Wir hatten eine kleine Gruppe von Kriegspferden, die frühmorgens durch die Wüste zieht. Das Ziel vor Augen, fokussiert, die Hufe schlagen auf den Boden und ziehen eine Feuerspur hinter sich her. Die wirbeln eine gigantische Staubwolke auf und stehen plötzlich mitten im Lager. Mitten im Lager, das sie gerade überfallen wollen. Und man kann sich das so vorstellen, sie stehen jetzt da in der Mitte und die Leute schrecken auf. Was passiert jetzt? Was geht hier los? Also was geht hier ab? Der Gegner wacht auf, er sieht den Feind, er sieht die Pferde da, Staub, Feuerfunken überall. Und was passiert jetzt? Man erwartet jetzt, dass die Leute aufstehen, sie greifen zu den Waffen, es bricht ein Kampf aus, aber so geht es nicht weiter. Es ist wie ein Cliffhanger. Diese Szene wurde aufgebaut und man muss sich immer vorstellen, damals bei den Arabern war das wie, als wenn sie einen Film schauen würden. Diese Szene haben sie jetzt gesehen und jetzt kommt was völlig anderes. Innal insana li rabbihi lakanud. Das ist der nächste Vers. Ohne jeden Zweifel ist der Mensch besonders gegenüber seinem Herrn undankbar. Das ist die Aussage, die als nächstes kommt, mit der man überhaupt nicht rechnet. Für undankbar gibt es im Koran, es gibt zwei verschiedene Wörter. Es gibt häufig kafur, das wird eigentlich meistens verwendet für undankbar. Und kanud ist Kanut ist auch eine Form von Undankbarkeit, sie wird allerdings nur hier verwendet. Es taucht nur in dieser Sura auf. Kanut ist, wenn du undankbar bist, auf eine Art, dass du dich nur an die schlechten Dinge erinnerst, Dinge, die dir nicht gefallen haben, und du vergisst alles Gute. Das ist diese Form von Undankbarkeit, die Kanut ausdrückt. Man zählt quasi die Unglücke, aber man vergisst die Gnaden und Geschenke, die man von jemandem erhalten hat. Li Rabbihi, besonders gegenüber seinem Herrn, ist der Mensch undankbar. Man macht quasi Allah zum Sündenbock für jede Pleite in seinem Leben. Aber was hat das jetzt mit dem Schwur zu tun, mit der ganzen Szene, die hier aufgebaut wurde? Es geht hier um Kriegspferde, die die Araber besonders liebten. Besonders die Pferde, die für den Krieg gezüchtet wurden, die weiblichen Stuten, das waren die besten und beliebtesten Pferde bei den Arabern. Aber warum überhaupt? Warum mochten sie diese Pferde? Diese Pferde, sie waren immer loyal gegenüber ihrem Herrn. Egal, ob sie von ihm was Gutes oder was Schlechtes erfahren haben. Sie wurden zu dieser Loyalität erzogen. Das hat diese Pferde ausgezeichnet. Und sie tun alles für ihren Herrn. Herr, da gibt es nichts mehr. Sie vergessen alles, deswegen sind sie auch so fokussiert. Und sie zögern keine Sekunde. Wenn der Herr ihnen etwas befiehlt, dann machen sie das einfach.
Und nur dieses Ziel haben sie dann vor Augen. Es gibt keine Nebenbeschäftigungen mehr, sondern sie folgen nur nach ihrem Herrn. Und sie verstehen auch nicht immer die Hintergründe. Das Pferd weiß ja gar nicht, warum soll es jetzt da vorne stürmen, ein Lager überfallen, das weiß es gar nicht. Es zögert trotzdem nicht, es macht das einfach, auch wenn es das nicht versteht. Und es macht das auch unter Einsatz seines Lebens, auch in höchster Gefahr. Das war ja die Szene, die wir gerade hier aufgebaut haben. Sie stürmen in die Mitte, da wo es am gefährlichsten ist, aber sie zögern keine Sekunde. Die Araber waren die Herren von diesen Pferden. Und wegen dieser Eigenschaften haben sie sie geliebt. Das waren genau diese Eigenschaften. Allah sagt den Arabern damit, würde euer Herr, und daran hatten sie ja keinen Zweifel, dass Allah ihr Herr ist, nicht genau diese Eigenschaften auch bei euch lieben? Ihr liebt sie doch bei den Pferden. Aber stattdessen seid ihr was? Ihr seid Kanud. Ihr zählt die Unglücke, aber die Gnaden und Geschenke habt ihr im Nu wieder vergessen. Diese Pferde da, die ihr so sehr liebt, die sind nicht so. Die gehen mit euch durch dick und dünn. Egal, ob sie von euch Gutes erfahren haben oder nicht so Gutes, ob es ihnen gefällt oder nicht gefällt, sie machen trotzdem alles für euch und deswegen liebt ihr diese Pferde. Was würde euer Herr wohl von euch erwarten? Innal insana li rabbihi lakanud. Und diese Pferde werden ja nur für diesen einen Zweck gezüchtet. Ihr besitzt die Pferde nur deswegen. Was würdet ihr mit diesen Pferden machen, wenn die nicht mehr so funktionieren würden? Sie hätten ihren eigenen Willen. Ihr wollt mit denen angreifen und die halten jetzt erstmal so eine Beratung ab. Die Pferde setzen sich zusammen, sie stimmen ab und dann kommen die zu dir und sagen, ja, wir haben 70-30 dagegen gestimmt. Morgen ist kein Angriff, wir wollen Pause. Was würdet ihr Araber mit diesen Pferden machen? Hättet ihr für diese Pferde noch Verwendung? Nein, oder? Was würdet ihr machen? Die wären bestenfalls noch als Futter, könnten die noch dienen, aber für ihren eigentlichen Zweck wären sie doch überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Was glaubt ihr also, mit welchen Augen euch euer Herr sieht, wenn ihr auf diese Pferde so schauen würdet? Wird euer Herr, wenn ihr euch so benehmt, nicht das Gleiche auch in euch sehen? Das ist der Zusammenhang zwischen der Szene, die aufgebaut wurde, und dem Schwur. Der Schwur ist innal insana li rabbihi lakanud. Der Mensch ist ohne jeden Zweifel besonders gegenüber seinem Herrn undankbar. Und woran sieht man das? Man sieht es hier an diesen Pferden, die damals die Araber gezüchtet haben und was sie von ihnen erwartet hätten. Das ist der Zusammenhang, dieser wunderschöne Schwur am Beginn von Suratul Adiyat. Man findet immer im Koran zwischen dem Schwur und dem, was Allah schwört und der Aussage, so diese wunderschöne Verbindung. Und das ist auch ein besonderes Stilmittel, ein herausragendes literarisches Merkmal, was man so im Koran findet. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.